Schauleute, harmlose Zuträger, wertvolle Informanten oder eher clevere Abzocker, Mithelfer des Terrors, bezahlt aus der Staatskasse? Es muss eine Antwort auf die Frage geben, wie viel Staat steckt im NSU. Die Keubstraße in Köln. 2004 zündeten Uwe Bönhardt und Uwe Mundlos hier einen Sprengsatz. Die NSU-Terroristen wollten Einwanderer töten. 23 Menschen wurden schwer verletzt. Ich habe erstmal meinen Sohn gepackt, weg, weil ich wusste ja nicht, was danach kommt. War's das oder kommt noch was? Weil ich habe nur die Nägel gesehen, die kommen ja von irgendwoher. Und als sich dann die Menschen dort halt rumschreien und diese qualmenden Beine, weil Nägel drin waren und die sind dann halt im Fleisch verbrannt. Die Behörden nannten es kriminelle Milieutat. Zeitgleich zahlte der Verfassungsschutz zigtausend Euro an hunderte Spitzel in der rechtsextremen Szene. Einige aus dem unmittelbaren Umfeld des NSU. Wenn man da diese V-Leute zu schützen versucht, obwohl da 10 Morde oder 9 Morde geschehen sind, werden immer noch V-Leute geschützt, finanziert, vertuscht. Und das, was mit den Türken und den Familien passiert ist, steht nicht im Vordergrund. Beate Zschäpe gilt als letzte Überlebende des nationalsozialistischen Untergrunds. Mit ihr müssen sich zwar auch 4 Unterstützer vor Gericht verantworten, aber für die Bundesanwaltschaft war der NSU zu keinem Zeitpunkt ein Netzwerk, wie es in der Anklageschrift heißt. Nur eine singuläre Vereinigung aus 3 Personen. Aber stimmt das wirklich? Nach unseren Recherchen war der NSU eingebettet in eine rechtsterroristische Szene, durchsetzt mit V-Leuten. Manchmal stellt sich mir tatsächlich die Frage, ob unter den führenden Köpfen der militanten Neonazi-Szene auch nicht V-Leute sind. Es ist erschreckend, wie die Geheimdienste in diese Strukturen eingebunden sind. Hat der Staat den rechten Terror durch seine V-Leute mit erzeugt? Informationen gegen Geld und Schutz vor Strafverfolgung. Jährlich gibt das Bundesamt für Verfassungsschutz rund 20 Millionen Euro für die Betreuung von V-Leuten aus. Allein in der NPD sollen 130 Spitzel platziert sein. Im Umfeld des Thüringer Terrortrios waren es rund 25. V-Leute braucht man, um zu wissen, was in der Szene sich überhaupt tut, wer was vorhat. Und die Polizei und die Nachrichtendienste kommen mit dem eigenen Personal nicht hinein. Und man könnte eher noch sagen, man braucht insoweit ein Mehr an Augen und Ohren in der Szene, um zu verhindern, dass es derartige gewalttätige oder terroristische Aktionen gibt. Tino Brandt zum Beispiel. In den späten 90er Jahren lenkte er als Chef des Thüringer Heimatschutzes die Neonazi-Szene. Er war Brandstifter, rechtsextremer Vordenker, Neonazi und V-Mann. Der V-Mann mit diversen Decknamen galt dem Verfassungsschutz als zuverlässig. 47 Mal berichtete er allein über Bönhardt, Mundlos und Zschäpe. Seinen Spitzellohn, mehr als 200.000 D-Mark, investierte er teilweise in die Neonazi-Strukturen, ungestört von den Behörden, die ihn wohl noch schützten. Wir wissen bei Tino Brandt, 35 Ermittlungsverfahren hatte er. Da waren also schwere Strafvorwürfe dabei, also Landfriedensbruch, Volksverhetzung, Körperverletzungsdelikte und alle werden eingestellt. Brandts Thüringer Heimatschutz spähte systematisch Andersdenkende aus. Er stellte Hasslisten, schüchterte politische Gegner ein und machte sich daran, ganze Stadtteile zu beherrschen. Dem Heimatschutz gehörte auch Ralf Wohlleben an, hier links im Bild. Er steht als mutmaßlicher Waffenbeschaffer des NSU in München vor Gericht und gehörte einst zu den engsten Vertrauten von Tino Brandt. Peter Frankenberg lehrt an der Frankfurter Universität Staatsrecht und war Bevollmächtigter der Bundesregierung beim ersten NPD-Verbotsverfahren 2001. Der V-Mann darf auch nicht als Medium der Einflussnahme sein auf die Organisation. Das heißt, er darf nicht ihren Willen bestimmen. Er muss unauffällig bleiben. Das ist wohl richtig, wenn man V-Leute grundsätzlich akzeptiert. Aber er darf auf keinen Fall Aktionen steuern. Er darf auf keinen Fall zu Aktionen anstacheln. Das ist nicht seine Aufgabe. Ist es rechtswidrig, wenn er es doch tut? Es ist rechtswidrig. Kameraden und Kameradinnen, ich begrüße euch auf der NPD-Veranstaltung. Zum 10. Jahrestag des Mauerfalls.
V-Mann Brandt, ein rechtsextremer Multifunktionär. In der Thüringer NPD wurde er stellvertretender Landesvorsitzender und Pressesprecher. Zahlreiche Mitglieder seines militanten Heimatschutzes brachte er in Parteiämter und radikalisierte damit die NPD nachhaltig. Auch die NPD profitierte von seinem Spitzelgeld. Was er finanziert hat, das waren die Mitgliedsbeiträge von einer ganzen Menge von Mitgliedern, damit sein Kreisverband ein stärkeres Gewicht mitgliedermäßig bekommt in Thüringen. Und es waren also fast 100 Mitglieder in Rudolstadt. Und als er aufgeflogen war, haben die natürlich alle erfahren müssen, dass, wenn sie in der NPD sind, die Beiträge bezahlen müssen, und was sie natürlich nicht gemacht haben, sodass ich also diesen Kreisverband erstmal wieder bereinigen musste und 80 Leute davon rausschmeißen. Er hat das Geld verwendet zum Beispiel für Busfahrten zu Demonstrationen, zu Veranstaltungen. Nicht? Da war er immer großzügig, wer also nicht seinen Anteil bezahlen konnte, das hat er dann also gemacht. Was wurde denn finanziert, also in was sind denn die Gelder des Verfassungsschutzes geflossen? Die sind mit Sicherheit in den Aufbau unserer Internetseiten mitgeflossen, die sind mit Sicherheit für Rudolf Hess Aktionen geflossen, für Aufkleber, was wir gemacht haben, und für verschiedene andere Aktionen, die wir gemacht haben in Thüringen. Und es drastisch formuliert, kann man sagen, der Verfassungsschutz hat den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes mitfinanziert? Mitfinanziert, ja, mit Sicherheit. Brandts Enttarnung wurde 2001 in Thüringen zum Politikum. Ein brauner Spitzenfunktionär im Solde des Staates. Der damalige Innenminister Christian Köckert lud zu einer Pressekonferenz, bemühte sich um Schadensbegrenzung. Die Vermutung, dass mit Geld des Verfassungsschutzes die Thüringer NPD oder die Kameradschaften aufgebaut worden sind, kann ich jedenfalls so nicht unterstützen. V-Mann Tino Brandt bereitete den fruchtbaren Boden, gedüngt mit Staatsgeldern, auf dem auch Rechtsterrorismus gedieh. Seit Mitte der 90er Jahre besuchten Zschäpe, Mundlos und Bönhardt Kameradschaftsabende und Demos des Thüringer Heimatschutzes. Auch diesen Trauermarsch 1997, der von Brandt angeführt wurde. 1998 stieß die Polizei in der Garage Beate Zschäpes auf eine Bombenwerkstatt. Unter den Fundstücken waren 5 funktionsfähige Rohrbomben mit insgesamt 1,4 Kilogramm TNT-Sprengstoff. Die Ermittler fanden auch Dokumente. Darunter eine Namensliste mit den Kontakten von Uwe Mundlos. Die Garagenliste blieb unbeachtet, sogar als die drei Verdächtigen wenige Tage danach untertauchten. Dabei enthielt die Liste neben Tino Brandt weitere V-Leute, wie den bayerischen Neonazi Kai Dalek, ein Anführer der rechtsextremistischen Anti-Antifa-Bewegung, die Gewalt gegen politische Gegner propagiert. Dazu baute Dalek das Thule-Netz auf, eine Kommunikationsplattform für Neonazis. Auch Thomas Richter ist auf der Liste aus Zschäpes Garage. Als V-Mann Corelli kassierte er über 10 Jahre rund 180.000 Euro Spitzellohn. Richter war Mitglied im Ku Klux Klan. Zeitgleich gehörte er in Sachsen-Anhalts Neonazi-Szene zu den Aktivposten, meldete Demonstrationen an und baute Internetstrukturen auf. Und noch ein Informant, Thomas Starke. Mit ihm war Beate Zschäpe Mitte der 90er Jahre liiert. Starke gehörte zu den Strategen des rechtsextremen Terrornetzwerkes Blood and Honor, das sich über Europa erstreckt. Mindestens 4 bestens platzierte V-Leute im direkten Umfeld von Mundlos, Zschäpe und Bönhardt. Wir haben feststellen müssen, dass es erstens 2 Garagenlisten gab und zweitens diese Listen überhaupt nicht abtelefoniert wurden oder recherchiert wurde, sondern mehr oder weniger an die Seite gelegt wurden. Als das Terrortrio abtauchte, sammelte der V-Mann mit anderen Geld für die 3, wie Brandt in einer Vernehmung im Januar 2012 zugab. Die 3 Neonazis hatten eine rechtsextremistische Variante von Monopoly entwickelt, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren. 100 D-Mark kostete das menschenverachtende Brettspiel um Nazikult und Judenvernichtung. Tino Brandt war einer der eifrigsten Zwischenhändler für die Untergetauchten.
Der V-Mann will allein dem Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz 3 bis 5 Spiele verkauft haben. Staatsgelder, die offenbar mittelbar an Terroristen flossen. Am 9. September 2000 wurde auf meinen Vater Enver Şimşek geschossen. Jahrelang wird gegen die Familie ermittelt. Die Rede ist von dubiosen Drogengeschäften. Werden Behörden zu Mitwissern illegaler Praktiken, ohne einzugreifen? Offiziell wird das bestritten. Aber es gibt solche Fälle. Die Spur führt nach Mittweida in Sachsen. Michael Rott arbeitete monatelang als Informant für die sächsische Polizei in einer der gewalttätigsten Neonazi-Gruppen Deutschlands, dem Sturm 34. Erstmals spricht er jetzt über seinen Staatsdienst mitten in der sächsischen Provinz. Hier verfolgte der Sturm 34 fast ungestört seine menschenverachtenden Ziele. Es wurde immer brutaler. Es wurden Leute, sag ich mal, grundlos beim Vorbeigehen, die ihnen entgegengekommen sind, wurden grundlos zusammengeschlagen, an der Hauswand mit dem Gesicht geschlagen und so. Und es war einfach für mich dann offensichtlich, dass das, dass diese Gewalt jetzt irgendwie eine Eigendynamik entwickelt hat, dass es immer schlimmer wurde. Und das war für mich dann dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, also bis hierher und nicht weiter, jetzt musst du irgendwas unternehmen. Und da habe ich dann den Entschluss gefasst, mich an den Staatsschutz zu wenden. In der Gegend von Mittweida hatte der Sturm 34 rund 150 Anhänger. Dieser kleine Schuppen diente den Neonazis lange als Treffpunkt. Die Strategie erinnerte an den Terrorismus des NSU. Mit Gewalt gegen Zuwanderer sollte ein Klima der Angst erzeugt werden. Keine Bekennerschreiben, keine Warnung, brutale Gewalt. Es wurden gezielt Angriffe ausgeführt gegen ausländische Geschäfte, zum Beispiel Döner-Imbiss auf dem Markt. Es wurde ein China-Imbiss angezündet, der dann in dem Verlauf dann dort mit einem riesengroßen Spektakel in die Luft geflogen ist, durch die Propangasflaschen, die da drin waren. Aber nicht nur Einwanderer waren die Opfer. In der Gegend konnte es nahezu jeden treffen. Bei einer Attacke auf die Kunden dieser Tankstelle in Stolberg wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Im Gerichtsverfahren gegen die Schläger des Sturm 34 erinnerten sich Zeugen. Die Tritte wurden brutal ausgeführt. Ein anderer Zeuge berichtet, wie die Neonazis mit Springerstiefeln in den Bauch und in Richtung des Kopfes eintraten. Besonders nachts wütete die Gruppe. 2007 wurde der Sturm 34 verboten, aber viele der Neonazis sind noch immer aktiv. Wir treffen einen jungen Mann, der sich gegen Rechtsextremismus engagiert und selbst Opfer wurde. Sie wurden ja bei uns mehrmals gewalttätig. Es gab mehrere Personen, die durch sie auch in unserer Stadt ins Krankenhaus geprügelt wurden. Einer beim Busbahnhof, einer verlor fast ein anderthalbes Jahr lang sein Augenlicht, auch ein Bürger unserer Stadt. Und das Schlimme ist, dass es eben so lange dauerte, bis die Behörden reagierten. Diese alte Schule im sächsischen Gersdorf wurde von alternativen Jugendlichen als Proberaum genutzt. Für den Sturm 34 ein Hassobjekt. Robert war dabei, als die Neonazis versuchten, das Haus zu stürmen. Auch er wundert sich, warum die Polizei nach solchen Aktionen nicht gegen die Täter durchgriff. Da haben die auch sogenannte Skinhead-Kontrollfahrten gemacht, dann um einzelne Personen weggefangen, die zusammengeschlagen, genötigt, erpresst. Das ist mir auch unerklärlich, wie das so lange geduldet wurde. Und auch bei bekannten Straftätern, dass die einen Straftat nach der anderen verüben, ehe dann überhaupt mal was passiert, das ist für mich unerklärlich. Dabei war die Polizei bestens informiert. Das berichtet Matthias Rott. Immer wieder will der Informant den Ermittlern Hinweise auf geplante Aktionen und mögliche Gewalttaten gegeben haben. Die Neonazis hätten eine ganze Region terrorisiert, unter den Augen der Staatsmacht. Meine Warnhinweise wurden nicht gewertet. Und diese Teilnahmslosigkeit oder
mangelnde Bereitschaft von Seiten der Polizei, was gegen den Sturm 34 zu unternehmen, das hat eigentlich auch dazu geführt, dass die Gewalt dann immer massiver wurde. Weil es kam ja von, sag ich mal, von den Ermittlungsbehörden kein Dämpfer in irgendeiner Richtung. Die Behörden, so vermutet Rott, schauten tatenlos zu. 2006 kam es schließlich zu Anklagen, auch gegen den Informanten. Im Prozess verweigerte das Innenministerium dem Gericht die Herausgabe der Informantenakte Rott. Die Begründung? Dem Wohle des Freistaats Sachsen könnte das so wörtlich Nachteile bereiten. Auch andere V-Leute behaupten, dass Verfassungsschützer selbst deutsches Recht beugen. Die Spur führt in den Nordwesten Deutschlands. Eine junge Frau wird Opfer häuslicher Gewalt. Sie ist mit einem brutalen Neonazischläger zusammen, der sie und ihre Kinder misshandelt. Als sie die Polizei um Hilfe bittet, meldet sich der niedersächsische Verfassungsschutz. Die Behörde kümmert sich um die Frau, die auch heute noch anonym bleiben will, aus Angst vor Nachstellungen aus der Szene. Wir nennen sie Franka. Nachdem ich eine Anzeige geschaltet habe gegen einen Kameraden und es dauerte kaum eine Stunde, da hat sich der Verfassungsschutz bei mir gemeldet. Was war das für eine Anzeige? Das war, weil er auf ein Kind losging. Was wollten die von Ihnen? Was haben Sie geboten? Zuerst wollten die gar nichts. Die fragten mich, wie es denn jetzt weiterginge und was ich vorhätte. Dass sie mich unterstützen und für meine Sicherheit sorgen und für meine Kinder und deren Sicherheit. Was Franka dann erzählt, klingt unglaublich. Der Geheimdienst habe ihre private Notlage ausgenutzt, um sie zur V-Frau zu machen. Eigentlich war meine Ansage ganz klar. Ich möchte da raus. Ich möchte nichts mehr mit dieser Szene zu tun haben. Und dann wurde mir ein Vertrag vorgelegt. Und da hieß es dann, entweder du unterschreibst ihn oder deine Kinder sind weg. Wie weg? Die haben gesagt, sie sitzen am längeren Hebel. Heute wird Franka von der Aussteigerorganisation Exit betreut. Der Leiter hält die ehemalige V-Frau für glaubwürdig und erhebt Vorwürfe. Ist natürlich für mich die Grenze der strafrechtlichen Nötigung überschritten, persönlich. Und die Frau sah sich persönlich auch veranlasst, dann der Offerte des Nachrichtendienstes nachzukommen, dort für diesen Nachrichtendienst tätig zu sein. 2,5 Jahre lieferte die V-Frau Informationen aus der Szene. Vor allem aus der Deutschen Volksunion, die 2011 mit der NPD fusionierte. Über Jahrzehnte war die DVU mit rund 20.000 Mitgliedern Deutschlands größte rechtsextreme Organisation. Mit Devotionalien, die das Deutsche Reich verherrlichen, scheffelte der inzwischen verstorbene DVU-Vorsitzende Gerhard Frey Geld. Um die Organisation auszuforschen, so berichtet Franka, habe sie quasi im Staatsauftrag Parteistrukturen aufgebaut. Also in parteilicher Hinsicht, politischer Weg, war ganz klar, dass ich Strukturen aufbauen soll. Über Verbände der Parteien neue Leute dazuholen und auch gucken, dass die länderübergreifend einfach mehr zusammenarbeiten. Hat man auch Mitgliedsbeiträge bezahlt? Natürlich, es wurde alles bezahlt. Es wurden auch Beiträge von anderen bezahlt, die es nicht bezahlen konnten, damit die da eintreten können. Sie hat das Fortkommen der Partei gefördert. Sie hat dort aktiv für die Außenwirkung der Partei zur Verfügung gestanden. Insofern hat sie rechtsextremes Geschäft vollzogen und ist aktiv kämpferisch gegen die Demokratie vorgegangen. Und das im Auftrag des Verfassungsschutzes. Die V-Frau ging noch weiter. Mit anderen Neonazis richtete sie eine rechtsextreme Webseite ein, veröffentlichte Anleitungen zum Bombenbau wie diese. Ihr Einsatzgebiet wurde auch die rechtsextreme Skinhead-Bewegung. Franka berichtete den Ermittlern von einer massiven Bewaffnung der Szene, insbesondere im verbotenen Netzwerk von Blood and Honor.
Ich kenne wirklich niemand, der keine Waffen hat. Ob vom Schlagring bis zur Pistole bis zum Messer. Also das ist so eigentlich die Grundausstattung. Gab es auch scharfe Waffen in der Szene? Natürlich, die gab es wohl. Da gab es auch solche Wehrsportmanöver, dass man am Wochenende im Wald sich getroffen hat. Ob die jetzt 14 bis 15 waren, bis Mitte 30-jährig. Es waren auch Polizisten dabei. Da hat man auch scharf geschossen. 2003 traf beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine Warnung des italienischen Geheimdienstes ein. Der AISI hatte ein deutsch-italienisches Neonazi-Treffen beobachtet. Die Teilnehmer redeten von einem europaweiten Netzwerk von Nazi-Zellen für kriminelle Aktivitäten, von einer detaillierten Kartenauswertung zum Ausspähen möglicher Ziele und von Anschlägen gegen ausländische Geschäfte wie Kebabs. Niemand brachte das in Verbindung mit den Morden des NSU, die schon bald den unerträglichen Namen Dönermorde trugen. War der NSU vielleicht eine dieser Nazi-Zellen aus dem angeblich europaweiten Netzwerk und damit doch mehr als nur eine singuläre Vereinigung aus drei Personen, wie die Bundesanwaltschaft behauptet? Nach unseren Recherchen sah sich der NSU in der Tradition von Blood and Honor, Blut und Ehre, einem europaweiten Netzwerk von Gleichgesinnten, das den terroristischen Kampf gegen Ausländer und Andersdenkende propagiert. Hier ein Propagandavideo. Die Gefährlichkeit dieser Bewegung hätte den deutschen Behörden längst bekannt sein können. Dank ihrer V-Leute. Berlin-Brandenburg. In den 90er Jahren ein Siedepunkt des deutschen Rechtsextremismus. Straßengewalt, Waffen und konspirative Strukturen am Rande des Terrorismus. Damals warb der Verfassungsschutz Brandenburg Carsten Tschetschepanski an, einen Anhänger der Bewegung von Blood and Honor. Dieser Mann hat mich angesprochen bei einer Versammlung. Er hätte von mir gehört, er möchte Kontakt zu mir und ob wir nicht gemeinsam ein bisschen uns vernetzen könnten. Und ich habe gesagt, natürlich steht eine Zusammenarbeit nichts im Wege. Und er hatte die Idee, eine Wehrsportgruppe aufzubauen. Und für Kriegsspiele oder so, ich war als Kind schon fasziniert von Armeekleidung und diese ganzen Sachen. Auf jeden Fall habe ich mich sofort bereit erklärt, klar, eine Wehrsportgruppe, da mache ich mit. Tschetschepanski rüstete die Szene auf, geistig und mit Waffen. Seine Propagandaheftchen waren voll mit rassistischen Parolen und plumpen Gewaltaufrufen. Dazu warb er für Combat 18, den bewaffneten Arm des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor. Combat 18 rechtfertigt politische Morde, jagt auf Andersdenkende und stellt Anleitungen zum Bombenbau zur Verfügung. Die Anschläge sollen ausgeführt werden von Terrorzellen, die auf eigene Faust unabhängig voneinander operieren. Der V-Mann Carsten Tschetschepanski des Landes Brandenburg half persönlich, eine potenzielle Mordwaffe zu beschaffen. Dieses Gewehr mit Zielfernrohr. Er hat uns den Vorschlag gemacht, wir sollten lieber einen deutschen Ableger von der britischen Terrororganisation Combat 18 gründen. Und soweit ich weiß, hatte Carsten Tschetschepanski Kontakte zu Leuten von Combat 18. Diese Leute waren sein großes Vorbild und er wollte also einen deutschen Ableger gründen. Und hat dann den Vorschlag gemacht, wir sollten die angesammelten Waffen dazu benutzen, um in einer Nacht, also in verschiedenen Gruppen, mehrere linke Ziele in der Region Königs Wusterhausen heimzusuchen, um so die Region in einer Nacht unter Kontrolle zu kriegen. Die Aussteigerorganisation Exit betreute Nick Greger und begleitete ihn zu seinen Prozessen. Der Leiter des Programms hält den V-Mann Tschetschepanski für einen Vordenker rechtsterroristischer Zellen in Deutschland. Er hat im Grunde genommen das gesamte bewaffnete Set, was man als solche Zelle vorhalten kann, etabliert und hat also die ferne Gewalt, also sprich der Angriff mit Schusswaffen, aber auch mit Bomben ins Kalkül gezogen und hat alles de facto funktionsfähig hergerichtet, um das umsetzen zu können. Er hatte die Logistik geliefert und hat den Ansporn dazu geliefert, hier Waffen zu organisieren, Bomben zum Einsatz zu bringen und so weiter und so fort. Er war ganz klar der Mittelpunkt von dieser ganzen Truppe und alles hat sich um den Tschetschepanski, was diese Wehrsportsachen angeht, gedreht. Nick Greger musste in Haft, Tschetschepanski nicht.
Der V-Mann kassierte insgesamt rund 50.000 D-Mark vom Verfassungsschutz und bekam eine neue Identität. Das ist grotesk. Das hat auch mit V-Mann-Tätigkeit nichts zu tun. Das geht ja weit über das hinaus, was man mit schlichtem Gewissen vielleicht noch akzeptieren würde als Informationsbeschaffung. Das ist, ja, das sind extremistische Aktionen, die von einem V-Mann ins Werk gesetzt werden. Das darf auf keinen Fall sein. Zwickau, Dezember 2011. Die Wohnung des Terrortrios ist ausgebrannt. Beate Zschäpe hatte versucht, Beweise zu vernichten. In den Trümmern findet die Polizei eine brisante Computerdatei. In einem Brief an seine Unterstützer offenbart der NSU seine mörderische Programmatik. Gezielte Aktionen, vorrangig gegen Ausländer, umgesetzt durch unabhängige Kampfzellen. Das klingt nach einer Strategie von Combat 18. Entsprang die Mordserie des NSU der Ideologie von Blood and Honor? Im Münchner Prozess spielt das vielleicht keine Rolle. Dabei finden sich im Umfeld von Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt eine ganze Reihe von Anhängern des Neonazi-Netzwerks, unter ihnen Thomas Starke. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Er war Mitglied von Blood and Honor in Sachsen und beschaffte Mitte der 90er Jahre Sprengstoff für Uwe Mundlos. Von 2000 bis 2011 arbeitete Thomas Starke auch als V-Mann für das Berliner Landeskriminalamt und trieb dabei ebenfalls ein Doppelspiel. Starke lieferte mindestens 5 Hinweise auf das untergetauchte Trio. Aber er hatte zuvor den Flüchtlingen auch bei der Wohnungssuche im Untergrund geholfen. Der Schutz der V-Leute scheint immer noch wichtiger als ehrliche Aufklärung. Einige aus dem Umfeld des braunen Trios wurden bis heute nicht befragt. Wichtige Dokumente sind geschreddert. Die Betroffenen glauben, dass staatliche Gelder den Boden bereitet haben für Rechtsterrorismus in Deutschland. Wenn dann halt Leute vom Verfassungsschutz dann noch bezahlt werden und noch geschützt werden, dann ist das eigentlich für mich ein Täterparadies. Mehr kann ich dazu nicht sagen.